Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Januar 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich bin eure Astrologin und begleite euch durch die Konstellationen des Monats. Ja, ihr Lieben, damit das Jahr harmonisch beginnt, solltet ihr unbedachte Äußerungen von Herzensmenschen nicht persönlich nehmen und nicht auf die Goldwaage legen. Ist wahrscheinlich nicht so gemeint. Ab der Monatsmitte lässt sich dann vieles klären, wenn ihr das ehrliche Gespräch sucht. Das kann ein bisschen Mut fordern, aber es würde eure Beziehung stärken und verbindet euch tiefer mit eurem Schatz. Ja, und damit sind wir auch schon beim Erlebnishintergrund, bei den großräumig wirkenden Aspekten für die Krebse. Und da sind ja einige schwergewichtige Planeten, mit denen ihr da zu tun habt. Zuerst mal Glücksplanet Jupiter und dann der Exzentrikplanet Uranus. Die stehen also beide im Spannungsaspekt auf eure Sonne. Und das ist natürlich viel Kribbeln, viel Aufregung, auch viel positive Aufregung. Aber die meisten Krebsgeborenen, die haben das ja gar nicht so gerne. Die wissen immer gerne genau, woran sie sind und wohin sie gehören. Und das kann diesen Monat manchmal so ein bisschen aus den Fugen geraten. Schön ist aber dabei, dass der Glücksplanet im Haus der Familie steht. Also ihr könnt euch auf eure Familie immer verlassen und da findet ihr immer Rückhalt. Ne? Auch wenn es eben Aufregungen gibt und die kommen wahrscheinlich aus dem Bereich Chefetage und Karriere, da wo ihr hin wollt, das ist mit viel Aufregung verbunden und auch vielen Neuigkeiten. Aber wie gesagt, die Familie ist für euch da. Und diese Aspekte, die wirken gleichzeitig ein in etwa auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 11. und 18. Juli Geburtstag haben. Dann ist da noch die Spannung zu Pluto und der steht bei euch im Partnerhaus. Sehr wichtiger Aspekt für die Krebsgeborenen, auch sehr langfristig. Und der steht ja da noch bis zum Jahr 2024. Auf diese langfristigen Aspekte bin ich übrigens im Jahreshoroskop auch gründlich eingegangen. Und der bringt eben Transformationen in der Partnerschaft. Sei es, dass ihr jemanden kennenlernt, der euch verändert. Oder dass ihr euch mit eurem Schatz zusammen in einer Wandlungsphase befindet, die euch auch einiges abverlangt. Die kann durchaus auch mit beruflichen Entwicklungen zusammenhängen oder mit familiären Entwicklungen, vielleicht auch mit dem Umzug. Also da ist jedenfalls vieles im Umbruch bei euch. Und das spüren im Januar besonders diejenigen, die zwischen dem 8. und 13. Juli Geburtstag haben. Die stehen da eben unter diesem Einfluss. Und ja, Krebse sind ja eben nun mal empfindlich und sensibel und werden dann auch schnell nervös, wenn ihre Welt ihnen nicht so sicher erscheint. Aber da gibt es nur eins, da müsst ihr durch. Ihr werdet gewandelt vom Kosmos und das Beste ist eben, wenn man das dann zulässt, wenn man es willkommen heißt und einfach sagt, okay, ich stelle mich dem und ich bin auch bereit, mich zu verändern. Genau. Und ja, das sind die wichtigsten Aspekte. Dann habt ihr noch Lilith im 5. Haus. Das ist ganz schön, weil es ist ja so die Göttin der wilden Frauen und dürfte euch hier im Haus der Liebe und Sexualität neue, schöne Impulse bringen. Vielleicht auch für Frauen erotische Erlebnisse, die ihr vorher noch nicht so hattet oder dass ihr was Tolles Neues entdeckt, was man mit dem Körper so anfangen kann. Ja, das könnte zum Beispiel passen. Es kann auch eine sehr, sehr kreative Konstellation sein, die euch dahingehend glücklich macht. Und viele Krebse sind ja sehr kreativ. Das spüren jedenfalls die Geburtstagskinder vom 16. bis 23. Juli besonders deutlich. Aktuell gehen wir jetzt durch die Konstellationen des Monats durch. Und da ist der Neumond vom 29. Dezember 2016 schon ausschlaggebend für das Grundthema. Und der findet bei euch im Haus der Partnerschaft statt. Hier Neumond, Sonne, Mond, Merkur, das heißt sehr große Energie geht bei euch eben in dieses Thema Partnerschaften, was ich auch vorhin schon sagte, dass es auch Wandel gibt durch Begegnung und durch Partnerschaft. Und jetzt steht da der rückläufige Merkur dabei, das heißt bis zum 8. Januar können sich Dinge auch wieder ändern. Und es kann eben passieren, dass Leute zu euch Sachen sagen, die missverständlich sind oder die euch auch vielleicht ein bisschen aufstoßen. Und das dürft ihr dann eben nicht so auf die Goldwaage legen, weil es entstehen eben auch Missverständnisse, ohne dass jemand es böse meint. Und diese Phase geht noch bis zum 8. Januar. Aber ansonsten heißt der Neumond natürlich, dass Partnerschaftsthemen wichtig sind und auch dann den ganzen Januar über wichtig sind. Und die werden auch wirklich stark
betont und beleuchtet dann auch vom Vollmond. Da komme ich aber gleich noch zu. Also denkt schon mal drüber nach zum Ausklang des Jahres, wie ihr das in Zukunft gestalten wird, was da für euch laufen soll, vielleicht auch, was ihr ändern wollt, was ihr mit eurem Schatz zusammen ändern wollt. Also das sind alles Themen, die euch durch das ganze Jahr, aber speziell auch im Januar begleiten werden. Ja, dann die nächste wichtige Konstellation, die aber auch sehr erfreulich ist für euch, ist, wenn am 3. Januar die Venus in die Fische und damit in einen schönen Aspekt zur Krebssonne steht. Wir haben auch hier schon die anderen Planeten, die für euch gut stehen, alle stehen. Den Neptun, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, ein langfristiger für euch, diesen Romantikaspekt. Und dabei steht jetzt der Mars und bringt dann also wirklich auch neue Impulse rein. Vielleicht auch, dass ihr selber was unternehmt, vielleicht auch verreist. Ihr könnt also die Liebe im Januar auch auf Reisen finden. Und dann kommt noch die Venus dazu, steht alles im schönen Harmonieaspekt zur Krebssonne. Und das heißt also, ihr seid schon weiterhin auch Visionäre der Liebe. Ja, also ihr glaubt weiterhin an die Liebe und die Romantik. Und es ist ja nun auch so, dass diese Planeten durchaus in einem guten Aspekt hier zu Pluto stehen, der so ein bisschen auch in Spannung zu euch steht, aber eben auch diese großen Veränderungen anzeigt, die da auf euch zukommen. Und dann hier in Harmonie dazu jetzt Venus, Mars und Neptun, auch der Chiron, der Mond Anfang des Monats noch. Also insofern denke ich, dass es da auch wirklich schöne und positive Impulse gibt und dass ihr gar nicht so eine Angst vor dieser Veränderung haben müsst. Denn es kann sehr gut sein, dass sie euch wirklich in eine neue Welt der Liebe führt. Übrigens, das Trigon zu Neptun, das spüren jetzt ganz besonders die Geburtstagskinder, die so um den 6. bis 10. Juli rum Geburtstag haben. Aber ich glaube ja, das wird jetzt hier von diesen anderen Planeten sozusagen im ganzen Krebszeichen verteilt. Also ihr kriegt alle einen Romantikschub im Januar. Genau, so. Dann kritisch und prickelnd zugleich ist dann eben diese Phase vom 5. bis 10. Januar, wenn die Sonne eben auch, die ja auch in eurem Partnerhaus ist, hier mit Pluto zusammengeht und diese Veränderungsenergie nochmal ganz stark aktiviert für euch. Also es ist nicht ganz einfach, gebe ich zu, aber durch eben diese Romantikplaneten, die dazu in einem harmonischen Aspekt stehen, habt ihr doch wirklich die Chance, einen sehr romantischen Monat zu erleben. Und der Vollmond dann am 12., der wirft da natürlich nochmal ein Schlaglicht drauf. Der steht dann in eurem eigenen Zeichen und bildet dann hier diese schon sehr krasse Quadratstruktur. Also ist schon sehr viel Spannung drauf für euch, aber wie gesagt, die Spannung wird abgebaut durch die Romantikplaneten, die eben zu euch hier, sieht man ja hier an dem blauen Aspekt, in einem super Aspekt stehen. Also versucht euch darauf zu konzentrieren, auf das Schöne, auf das Romantische, nicht auf das, was schwierig ist. Sondern das würde ich ausblenden erstmal. Ich würde mich voll darauf konzentrieren, auf das, was schön ist, das, was funktioniert, wenn ihr in einer festen Beziehung seid, das, was funktioniert, warum ihr euren Schatz liebt. Andere Sachen können sich verändern, Probleme können kommen und gehen, aber das, was man hat und worauf man sich verlassen kann, das ist jetzt das, was zählt. Und wenn ihr Single seid, könnt ihr sehr wohl jemand Neues, Spannendes kennenlernen, weil dafür ist natürlich dann diese Spannungsenergie auch gut, weil die bringt eben Leben in die Bude. Ne? Da passiert dann wirklich was. Also insofern glaube ich schon, dass es ein sehr interessanter Monat für euch wird. Und ihr sollt nicht so viel Angst haben. Also die Krebse neigen ja wirklich dazu, sich dann auch Sorgen zu machen und sich davon ängstigen zu lassen. Würde ich aber nicht machen an eurer Stelle, weil dafür gibt es einfach zu viele schönen romantischen kosmischen Ausgleich. Genau, hier sind noch zwei Top-Tage versteckt, die nämlich am 7. und 8., das Wochenende 7., 8. ist für euch auch eine sehr schöne Zeit, mit Mond im Stier, der dann auch wieder harmonisch zur Krebssonne steht und auch anzeigt, dass gute Freunde euch zur Seite stehen, dass ihr euch auf die verlassen könnt. Ne? Genau, ja. Kritisch, aber romantisch ist dann der Vollmond, wie gesagt. Und falls ihr euch Gedanken gemacht habt, was sich in eurem Beziehungsleben ändern soll oder entwickeln soll, dann könnt ihr zu Vollmond vielleicht Impulse bekommen, auch was das sein könnte. Das ist ja, der Vollmond ist ja wie so ein Schlaglicht, was dann da drauf geworfen wird. So, dann ist der 15. und 16. auch noch sehr schön für euch. Da geht der Mond wieder in einen harmonischen Aspekt zur Krebssonne und aktiviert hier wieder diese Romantikkonstellation, also auch vielleicht für Singles nochmal zwei sehr interessante Tage.
Und dann wird es auch spannend, wenn die Sonne dann in den Wassermann eintritt am 19., denn damit aktiviert sie das achte Haus für euch. Und das ist ja das Haus der Ehe und der bestehenden Partnerschaften. Das heißt, für diejenigen, die eben schon in einer Beziehung sind, kommt dann ein Vitalitätsschub, eine Belebung und vielleicht eben auch gute Chancen, sich näher zu kommen und vielleicht auch gemeinsam was Neues zu unternehmen. Das besteht dann für den ganzen Monat. So, 20. und 21. ist auch noch eine gute Mondstellung, nämlich Mond im Skorpion, wieder im schönen Aspekt zu dem Romantikplaneten und im guten Aspekt zur Krebssonne. Also da werdet ihr auch noch mal Spaß haben an diesen beiden Tagen. Und dann haben wir den Mond noch mal im Partnerhaus, wo er auch wieder prickelnd, aber auch ein bisschen heikel steht, weil er ja dann wieder hier diese Spannung aktiviert zwischen Pluto und Uranus. Könnte also auch ein Tag sein, wo oder 2 Tage am 25. und 26., wo ihr vielleicht auch beruflich so eingespannt seid, dass da jemand zu Hause sagt: Schatz, warum hast du keine Zeit für mich? Oder eben euer Schatz hat deswegen keine Zeit für euch. Naja. Und dann am 28.01. haben wir dann den Neumond im Wassermann für euch im Ehehaus. Also denkt da mal drüber nach, wenn ihr schon länger verbandelt seid, was ihr vielleicht Schönes unternehmen könnt in eurer bestehenden Beziehung oder auch was ihr ansprechen wollt oder was ihr jetzt auch dann aufs ganze Jahr hinaus noch so vorhabt. Dafür ist das ein sehr guter Neumond, ne? Und dann beginnt für euch eine Phase, auch am 28. und dann für den ganzen Monat, wo der Mars ins 10. Haus geht. Das ist auch ein bisschen kritisch, aber das kann auch sehr erfolgreich sein, denn das bedeutet, dass dann eure Karriere und eure Ziele in Schwung kommen, ne? Mars bringt da richtig Schwung rein. Natürlich wieder mal im Konflikt hier zum Partnerhaus. Also bedeutet auch wieder, dass man sich dann vielleicht manchmal entscheiden muss, soll ich mich jetzt für meine Karriere einsetzen oder soll ich doch bei meinem Schatz mehr bleiben, mich mehr darauf konzentrieren. Da müsst ihr dann eben auch selber ein bisschen gucken, was euch dann da wichtig ist. Und im Zweifelsfall, man kann ja über alles reden. Ja, wenn ihr also in einer guten Beziehung seid, dann bittet einfach um Verständnis, wenn ihr da so ein bisschen unter Druck und Spannung steht. Sehr viel mehr und Ausführlicheres habe ich euch zu eurer seelischen Verfassung auch im Jahreshoroskop gesagt, im Überblick. Das könnt ihr ja euch sonst auch noch mal anschauen zur Ergänzung. Und dann gibt es noch eine interessante Info für alle Krebse, die sich für Astrologie interessieren. Und da gibt es einige, das weiß ich. Ich beginne dieses Jahr den dritten Teil meiner Grundausbildung Liebe und Beziehungen im Horoskop. Und der Kurs fängt an am 28. Januar. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, da gibt es ein kostenloses Info-Webinar als Video oder ihr könnt auch teilnehmen. Das ist am 28. Dezember abends oder euch dann eben als Video anschauen, wenn ihr euch darüber informieren wollt. Genau, und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Diesmal gibt es 15 Minuten Kurzberatung, also Kanal noch schnell abonnieren und natürlich auch für die bestehenden Abonnenten. Und dann habe ich auch eine Hotline ja jetzt, wo ihr erst bei mir auf dem Festnetz zum Festnetztarif euch mit mir verabreden könnt und dann bekommt ihr eine Hotline-Nummer, um vielleicht schnell kurz was zu klären. Zum Minutenpreis von 2,99 € können wir dann sprechen oder ihr bucht eben eine vollständige Beratung bei mir, die dann auch ja von mir vorbereitet wird. Genau. Ja, meine lieben Krebse. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen spannenden, prickelnden und auch kuscheligen Monat und dass es euch gelingt, die Spannungen so umzulenken, dass ihr sie eben über die Romantikschiene ein bisschen entspannen könnt und dass ihr viele romantische Momente erlebt. Würde ich mir echt für euch wünschen. Also dann, alles Gute mit den Sternen.